Hier ist der Orca, ich grüße euch. Ich möchte euch heute ein neues Produkt von ICS vorstellen, das jetzt seit einer Weile auf dem Markt ist in Deutschland. Und ich habe endlich die ICS-Maß in den Fingern und ich will euch mal zeigen, was das Schätzchen so kann. Natürlich erstmal die ganze Geschichte in Action sehen. Brille weg. Ja, das ist sie, das wunderschöne Modell, die ICS CXP Maß, hier in der TAN-Version SBR. Ich quatsch mal ein bisschen drüber, erzähle euch mal ein bisschen, was ich weiß davon. Ich bin kein YouTube-Profi, aber ich weiß, dass man so komische Spring-Markings machen kann oder so, keine Ahnung. Ich will ein bisschen was erzählen über die alte ICS bzw. die letztere ICS-Reihe und möchte ein bisschen die Unterschiede aufzeigen. Wer die letzte Reihe schon kennt, der kann dann irgendwie vorspringen, keine Ahnung, das funktioniert garantiert nicht, aber ich sage jetzt einfach mal, dass das funktioniert. Die ICS Maß ist die neueste SALG von ICS. Es folgt nach der CXP-Reihe, nach der UK1 und der HOG in verschiedensten Ausführungen und ist ein etwas anderes Modell. Gehen wir erstmal darauf ein, was gleich ist mit den vorherigen Modellen, damit wir gleich noch auf die Unterschiede zu sprechen kommen. Wer das schon kennt, wie gesagt, kann einfach weiterklicken. Gleich ist, und das sind so die Features, die ICS in den neuen Waffen verbaut haben, wir haben die Führung der Kabel in das Docktube, und zwar unten drunter. Diesen Teil kann man abnehmen und die Kabel da durchführen. Da passen nur 1 mm Kabel rein, aber das ist ziemlich geil. Das gibt es seit der CXP UK1. Also der Transform 4, kennen die meisten den Namen darunter. Das ist ein geiles Feature. Natürlich bekannt für ICS, jetzt habe ich kein Werkzeug dabei, ist das Split-System. Also wir haben die Upper und die Lower Gearbox, also haben wir getrennt. Normalerweise zieht man bei einer M4, bei anderen Herstellern zieht man den Upper Receiver oben weg und hat dann die komplette Gearbox. Und hier kann ich halt hinten aufklappen und habe die Upper Gearbox im Zylinder getrennt von der Lower Gearbox. Ansonsten, der erweiterte Charging Handle ist gleich, der Griff ist der gleiche, ich habe jetzt hier schon einen schwarzfarbenen verbaut. Das EBB beim Schießen ist auch noch wie bei den vorigen Modellen, aber vor allem im Design, aber auch einige Features sind verändert worden und da will ich euch jetzt ein bisschen mehr darüber erzählen. Die neuen Features an der ICS CXP Maß sind, dass ICS sehr viel Wert darauf legt, dass alles beidseitig bedienbar ist. Das heißt, den Charging Handle hatten wir schon früher beidseitig bedienbar. Jetzt ist der Fire Selector auf dieser Seite beidseitig, dieser Seite bedienbar und dieser Seite auch. Wir haben den Mag Release Button haben wir hier vergrößert, dass er leichter zu treffen ist. Und auf der anderen Seite haben wir ihn so, also auch beidseitig bedienbar, das heißt, ich kann hier auch das Magazin rausholen. Das Slingstil von beiden Seiten ist schon bekannt. Es gibt neue Folding Sights. Wer die UK1 Folding Sights kannte, die waren sehr klobig und waren Flip-Up Sights. Das hier ist einfach nur ein Sight, das ich manuell hoch und runter klappe. Und es ist verhältnismäßig flach. Das schätze ich sehr. Da kann man schön eine Short-Draw drüber bauen oder ein Arcock kann da drüber gehen. Die anderen waren noch mal einen ganzen Ticken höher. Das hat mich sehr genervt. Die Externals. Wir haben das natürlich für Maß, das neue RAS-System. CNC gefräst. In TAN sieht es eher goldend aus. Und bei allen Versionen, die es gibt, haben wir hier diese Einkerbung mit Keymod rundherum. Ich habe hier schon so einen kleinen Griff dran gemacht. Das lässt sich schön greifen. Das ganze System sitzt sehr fest aufeinander. Der Upper und Lower ist auch neu designt. Der ist CNC gefräst und da ist kein Wackel, kein Spiel. Trotz Klappsystem sitzt das ganze System sehr, 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 sehr dicht und sehr, 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 sehr eng in der Schulter und ich kann die Waffe führen. Das ist, sieht sehr, sehr geil aus. Der hintere Teil ist eigentlich geblieben wie bei der UK1-Reihe. Und ja, das ist ein wirklich schickes Modell. Intern
ist es ähnlich wie die vorherigen Reihen auch. Wir haben die verstärkten Pisten drin, wir haben überarbeitete Internals an sich, der ICS 3000 Motor, die ICS Gears, die wurden ja auch irgendwann mal durch etwas härtere übersetzt. Das Shimming ist relativ, also nicht nur relativ gut, es ist sehr gut. Bei der Waffe erstaunlicherweise nicht. Man hört, sie kreischt noch sehr. Das Shimming in sich ist zwar gut, aber das Bevel Gear sitzt wohl noch ein bisschen zu tief, deswegen kreischt die Waffe so relativ laut für meine Verhältnisse. Ist auch Meckern auf hohem Niveau. Dafür läuft das ganze System aber sehr solide. Der AOE ist schon ange, der Angle of Attachment ist, ja, AOE, ist angepasst bei den neuen Pisten. Das heißt, die Gears greifen sauber auf den Pisten. Und ja, jetzt habe ich mein Werkzeug nicht hier. Ich kann mir den Arsch beißen. Ich gehe mal kurz was holen. So, nachdem ich mein Messer habe, kann ich das gute Ding auch aufklappen. Denn, das ist schon mal eine Sache, die mich an mir an der Maß nicht gefällt, bei meinen UK1 Modellen, kann ich den Pin von, mit dem Daumen relativ fest, aber ich kann ihn drücken. Hier schließt der Pin mit dem Body ab. Das heißt, ich brauche unbedingt einen Schraubendreher oder irgendwas anderes, um das rauszuziehen. Auf jeden Fall ein Minuspunkt. Da haben sie zwar ein schönes neues Design gemacht, aber leider nicht mit nachgedacht. Hier ist das Split-System. Ich komme ein bisschen näher. Ich hoffe mal, der fokussiert. Man hört, die Gears laufen sauber, da wackelt nichts. Die sitzen solide, aber man hört doch das Schussgeräusch vom Motor recht deutlich. Trotzdem ist es, ist die Lower Gearbox an sich eine solide Arbeit. Da gibt es wirklich schlechtere Hersteller. Und neu. Und das, was uns immer bei ICS gefehlt hat, ist, hier ist ein Stock, ein MOSFET verbaut. Das ist ein ganz normales MOSFET, kein Active Braking, was 11,1 Volt Lipos aushalten soll oder auch hält. Ich habe einen drin. Das heißt, wir haben nicht mehr den kompletten Saft, sage ich jetzt mal, den kompletten Strom über die Switch Unit laufen. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Kontakte nicht verschmelzen und wir somit quasi eine länger haltende Waffe haben. Da ist ICS jetzt nach langer Zeit endlich mal den Schritt gegangen und hat MOSFETs verbaut. Relativ spät, muss ich sagen, aber es ist da und ich hoffe, es bewährt sich, das System. Das heißt, an der Lower Gearbox muss so für den Laien erstmal nichts gemacht werden, die ist so wunderbar bespielbar. So, nochmal der, wer es nicht weiß, nur wenn die Gears so stehen, könnt ihr die Gearbox übrigens wieder zusammenklappen. Das sollten aber alle ICS-Besitzer wissen. Neu seit der Mars auf dem Markt ist auch, komm raus, du Biest. Der sieht ja bekannt aus, auch in den UK1-Modellen schon zu haben, aber wie auf der IWA schon vorgestellt, da hatte ich das erstmal in der Hand, wir haben hier ein Federschnellwechselsystem. Ich kann mir hier die Feder ganz einfach rausholen, das heißt, ich muss nur die Waffe aufklappen und kann schon meine Energie, meine Ausgangsenergie, Nozzle-Energie, kann ich beeinflussen. Das ist natürlich sehr, sehr geil, das heißt, ich brauche nur eine Waffe, mehrere Federn und kann überall zocken. Es ist auch unbedingt nötig, weil das Modell bringt Stock 1,7, 1,8 Joule. 1,76 habe ich hier, glaube ich, 1,76 so im Grobwert. Auch leider nicht sehr konstant. Also eine konstante Leistung habe, würde ich nur ein anderes Nozzle verbauen. Da gibt es ICS Airseal Nozzles. Leistung ist nicht sehr konstant. Aber 1,7 Joule, und das ist viel für eine Stockwaffe. Gerade für mich hier, für die CQB-Version, wenn ich damit nach Holland fahre, 360 FPS maximal, 1,2 Joule. Hier muss noch Feder rein. Aber, nochmal so, einerseits natürlich bescheiden, dass sie es so auf den Markt bringen. Andererseits ganz einfach zu wechseln. 110er Feder kaufen, vielleicht nur eine 100er Feder. Das müsste ich mal testen, was da von welchem Hersteller wie viel bringt. Und dann habt ihr die genaue Leistung. Auch übrigens verbaut, habe ich, merke ich gerade, habe ich ganz vergessen, 6,04 Tuninglauf. Ist auch schon seit der UK1-Reihe so. Hat sich nicht geändert. Und auch das, die Metall-Hoppard-Unit, die ihr hier seht, ist ja auch schon seit der UK1-Stock. Das sind so Kleinigkeiten, die das ganze System aber wirklich, wirklich genial machen. Das heißt, wir haben eine hochwertige Hop-Up-Unit, wir haben hochwertige Gears, wir haben hochwertigen Pisten, wir haben das Split-System. Das macht die ganze Waffe zu einer wirklich soliden Einsteigerwaffe. Ihr müsst hier nichts mehr dran basteln. Preis ist stolz, ab 400 Euro. Ich glaube, die Waffe-Version kostet hier 420 Euro. Das ist die SBR. Es gibt noch die Kommando, die Carabine, Komodo und DMR-Version, die dann einfach hier hinten wesentlich länger werden und auch andere Stocks haben. Die Komodo hat, glaube ich, noch einen anderen Stock, der so wie der HK416 aussieht. Ich habe gerade einen Namen nicht im Kopf. Und der DMR-Stock ist an der DMR-Version dran.
Ich finde die kurze Waffe eigentlich, also die Länge hier reicht mir vollkommen, auch für andere Spielfelder, außer CQB. Wirklich eine coole Waffe, sehr solide, bisschen zu viel Energie, ein paar Sachen nicht ganz durchdacht, wie was mit dem Pin, aber an sich, ich muss sagen, das ist eine Waffe, die kannst du so kaufen, die kannst du so spielen, vielleicht die Feder noch wechseln und wirklich zu empfehlen. Ich habe die Waffe noch nicht effektiv geschossen, auf bestimmte Meterzahlen, und das will ich jetzt noch in einem Schusstest nachholen. So viel aber Infos zu der Waffe an sich. Wenn ihr noch Fragen habt dazu, schreibt mir einfach an. Ich denke, ich habe mittlerweile die ganzen ICS-Modelle so viel in der Hand gehabt, dass ich euch hoffentlich fast alles dazu sagen kann. Und wenn nicht, habe ich auch Kontakt zum Hersteller. Also, ich habe noch was Wichtiges vergessen. Also für uns eigentlich gar nicht, in Deutschland gar nicht so wichtig, aber damit ihr es gehört habt. Auf der IWA wurden die ersten Gerüchte wegen einem elektronischen Trigger-System, das waren eher Gerüchte, die da rauskamen. In Deutschland ist es noch nicht draußen. Ich glaube, in den USA ist es schon draußen. ICS hat anstatt von dem MOSFET hier auch einen elektronischen Trigger für entwickelt. Der ist in Deutschland noch nicht draußen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt zugelassen wird. Das System nennt sich SSS. Bisschen unglücklich für Deutschland, ehrlich gesagt. Es heißt übersetzt Self-Diagnostic Shooting System. Es ist einfach nur ein elektronischer Trigger mit einem Mikroschalter. Der Trigger ist auch schon so ein bisschen davor vorbereitet. Wir haben hier so einen Flat-Trigger. Also der macht jetzt hier einfach nichts in dem Moment. Der sieht einfach nur anders aus. Ich habe das System noch nicht in der Hand gehabt. Ich weiß ja nicht, ob es in Deutschland auf den Markt kommen wird, weil man da durch länger gedrückt halten, Burst schießen kann und so Geschichten. Ob das mal für Deutschland angepasst wird. Ich habe keine Ahnung. Angeblich soll ich das Ding mal in den Finger bekommen. ICS will mir mal zum Ranschauen eine Lower Gearbox davon schicken. Werden wir mal sehen. Aber ich sage mal, mit dem Standard MOSFET kriegt man trotzdem schon eine gute Geschwindigkeit hin. Das Weitere zeigt der Schusstest.